Sonja weint, Jolina Menen in Dschungelprüfung. Zieht sie die Prüfung durch? Jolina Menen, 30, fiel im Dschungelcamp bisher vor allem dadurch auf, dass sie offen über ihre Transsexualität sprach und ihre persönliche Geschichte erzählte. Heute wird die Influencerin nun für den Kampf um die Sterne ins Rennen geschickt und soll die Dschungelprüfung Jaulwurf meistern. Schnell scheint es so, dass die Influencerin während der Prüfung das Handtuch schmeißt. Ob es dazu kommt? Wohl kaum, denn Jolina zeigt es allen. Im Rahmen der Prüfung ist die Netzbekanntheit mit großen Jaulwurfshügeln konfrontiert. Deine Aufgabe wird es sein, diesen Jaulwurf zu beseitigen und, zwar, indem du in das Tunnelsystem unter uns absteigst und insgesamt 8 Sterne befreist. Heißt es laut den Moderatoren. Insgesamt habe die 30-Jährige 10 Minuten Zeit. Es ist sehr nass, es ist eiskalt, matschig und ich habe keinen Überblick. Irgendwas krabbelt an meinem Kopf, schildert Jolina. Trotz Zweifel kann die Influencerin dann aber doch 5 von 8 Sternen erspielen und war darüber total glücklich. Beim Abzählen ihrer Sterne widmet Jolina jeden Stern einem bisherigen Dschungelcamp-Moderator. Das sind Sonja Zietlow, 54, Jan Köppen, 39, Daniel Hartwig, 44, Dirk Bach, römisches Kreuz, 51, und wie Jolina meint, sich selbst. Sie offenbart emotional ergriffen, ich erinnere mich an die erste Staffel, jetzt bin ich hier und einfach stolz auf mich. Im Anschluss kann auch Sonja ihre Tränen nicht zurückhalten.